Zu jenen, die sich derzeit gegen Atomkraft stark machen, gehören auch diese beiden Männer. Seitdem Vitali und Wladimir Klitschko selbst erlebt haben, wie vor 25 Jahren Tschernobyl die Gesundheit des eigenen Vaters zerstörte, warnen sie immer wieder vor der Kernkraftgefahr. Nun sind aber die Klitschkos nicht vorrangig politische Köpfe, sondern zwei Kerle, die meist die Köpfe ihrer Gegner bearbeiten. Die beiden boxen so gut, dass sie mehrfache Weltmeister sind, gegeneinander aber nie antreten würden. Über die berühmtesten vier Brüderfäuste der Welt gibt es jetzt einen Film, der viel mehr zeigt als Hauerei und gerade in New York Weltpremiere hatte. Anja Brücker. Wladimir Klitschko auf einer Zeitreise. Zurück an den Ort seiner Kindheit, eine Militärsiedlung bei Kiew in der Ukraine. In diesen 2 Jahren haben wir in diesem Zimmer zu fünft gewohnt. Mit Oma, Mutter, Vater, Bruder und der Onkel. Die Klitschkos gewähren Einblick hinter die Kulissen. Man sieht auch, wo man herkommt, was man erfahren hat. Und das gehört zum Lebenserfahrung. Das hat man auch von der Kindheit mitgenommen und das bleibt auch. Es ist ein Film über Bruderliebe, die Wladimir und Vitali von klein auf verbindet. Das war eine große Verantwortung. Ich muss überall, wo gehe ich, kleiner Bruder mitnehmen. Und noch heute muss ich immer aufpassen auf kleiner Bruder. New York gestern Abend. Schwergewichte aus Hollywood und die Hauptdarsteller aus einer anderen Welt. Die Klitschkos stehen mitten im Rampenlicht, genau wie vor einem Boxkampf. Das ist ganz anders. Ich bin sehr nervös und besonders hier im Tribeca Film Festival hier in New York. Tschernobyl, der Super-GAU, hat auch das Leben der Familie Klitschko verändert. Vitali und Wladimir erleben mit, wie ihr Vater, ein Armeeoffizier, als Helfer nach Tschernobyl fliegt. Vater hat viel Zeit in Tschernobyl verbracht. Und Tschernobyl hat ihn auch erwischt. Die Ärzte hat gesagt, die Ergebnis von Tschernobyl Krebs. Der Film ist eine beeindruckende Familienstudie und eine Nahaufnahme zweier Ausnahmeathleten. Als Boxer wollen sich die Brüder noch einen Traum erfüllen. Deswegen steigen wir in dieses Jahr in den Ring und werden wir Mühe geben, unser langjähriger Traum, alle Weltmeistergürtel, was es gibt, überhaupt ein Schwergewicht in unserer Familie zu sammeln. Die beiden Männer denken gar nicht daran, aufzuhören. Trotz ständiger K.O.-Gefahr. Die Klitschkos sind unzertrennlich und doppelt stark. Im Film, am Ring und im echten Leben. Mitte Juni kommt der Klitschko-Film in die deutschen Kinos.